Jedes Jahr im Februar geht es wieder los mit dem Mist, wenn Dauerschlagzeile der Bild-Zeitung die Berlinale ist. Und was mich dort jetzt nervt und eigentlich seit vielen Jahren schon, das ist der Billigableger namens 14-Plus-Generation. Ich hab lange weggeschaut, ohne dass etwas passiert. Es wird Zeit, dass jemand dieses Format mal kritisiert. Wenn ich zur Berlinale gehe und es läuft wieder so ein Film aus Sao Tome, wenn ich zusammen mit drei Leuten im Kinosaal sehe, dann hab ich eigentlich nur Lust sofort wieder zu gehen. Aber hey, man muss noch warten, wenn der Film zu Ende ist, kriegt man die Hauptdarstellerin persönlich zu Gesicht. Darauf hab ich mich schon den ganzen Film lang gefreut. Bohrt die ein kurzes Top an heute. Dann ist der Film nicht synchronisiert und die Berlinale denkt, sie kompensiert das mit Untertiteln 90 Minuten lang und denkt, dass man das den Zuschauern zumuten kann. Ich meine, auf Deutsch wäre das für mich an sich kein Problem, aber so kann ich davon leider nicht verstehen, wo das bei mir und so vielen anderen Leuten liegt. Ich hatte einen englischen Ausfall, ihr Freaks! Wer von euch hat Bock zur Berlinale 14 plus zu gehen? Es läuft ein Blockbuster aus San Marino. Das Ticket ist schon teurer als mein Fahrschein, Regeltarif AB. Dafür gehe ich doch nicht ins Kino. Liebe Schauspieler, hier entlang bis über den roten Flickenteppich zur Saal Mitte stolpern Sie nicht. Sie hat schon einen kleinen Riss und da hinten hat der Hund meiner Oma hingepisst. Sie wundern sich, warum sie keiner freudig begrüßt oder kein Stalker versucht, ihre Hand zu küssen. Und wo der gläserne Bär ist, nein, der ist nicht verschwunden. Schauen Sie mal auf ihren Rücken, man hat ihn aufgebunden. Die Leute gehen zu Berlinale nur, weil sie die Werbung leisten und keinen Bock auf Eisverkäufer haben, die sich an die schmeißen. Nach und schämt euch wegen eurer dämlichen Aufführungszeiten, nehmt wirklich mal die Schüler, dann bereit sind schon um 14 Uhr am Montag dann zur Vorstellung zu gehen. Dann schmeißen die Schule schon so gegen 10:15. Hat doch verdammte Scheiße, wie es sich gehört, artig zu sein. Und rechtzeitig und pünktlich bei Informatik zu sein. Wer von euch hat Bock zur Berlinale 14 plus zu gehen? Es läuft ein Blockbuster aus San Marino. Das Ticket ist schon teurer als mein Fahrschein, Regeltarif AB. Dafür gehe ich doch nicht ins Kino. Was ist rot und unpraktisch und kostet 5,90 €? Der neue Beutel mit Knopfverschluss ist für Berlinale Fans ein Muss und auch für normale Menschen Pflicht, weil das Design so ansprechend ist. Man muss es halt nur wissen zu tolerieren, durch den undechten Verschluss seinen Geldbeutel zu verlieren. Wer von euch hat Bock zur Berlinale 14 plus zu gehen? Es läuft ein Blockbuster aus San Marino. Das Ticket ist schon teurer als mein Fahrschein, Regeltarif AB. Dafür gehe ich doch nicht ins Kino.